hast 15 THW in Alchemie. Was ist denn bei dir los? Ja, ich habe studiert. Ja, aber das hast du noch nie benutzt. Die gehört schon seit Wochen in den Ohren damit. Schön, dass es wirkt. Ja, okay, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hatte mit 5 Punkten gerechnet, nicht mit 15. Rafim! Haha. Ja, ich besorge mir erstmal ein Straßenkind, weil ich finde mich in dieser Kackstadt ja keinen Meter zurecht. Und dann soll mich das erstmal zum Kot-Tempel bringen. Ja, okay. Gassenwissen ersparen wir uns mal. Du hast einen inneren Kompass, kannst dann auf alle Fälle dann nach und nach in Richtung des Chor-Tempels vorstoßen. Ja, was möchtest du da tun? Erstmal möchte ich mal gucken, ob der A auf ist oder ob da B jemand ist. Ja, du kannst erkennen, dass der wohl tatsächlich wieder offen ist und du kannst auch erkennen, wie Koriana Rantvates dort wieder nicht im Kämpfen dabei ist, aber den Chor-Tempel aufräumt. Da du weißt ja, dass es hier auch schon einige schwarze Splitter aus der Festung gegeben hat, die sich dann darüber gebohrt haben. Und du siehst wohl, wie ein besonders großer Splitter wohl auch in der Mitte stecken bleibt, auch geblieben ist. Die haben den wohl ein bisschen verziert, eingeritzte Muster und Runen und Glyphen, irgendwelche Kampfszenen. Das erinnert dich fast wieder so ein bisschen an Höhlenmalerei, nur dass es nicht gemalt ist, sondern mit irgendwelchen stumpfen oder rostigen Waffen dann hier hineingedrückt worden ist. Und die räumen wohl gerade den Chor-Tempel auf. Oh, Ah, wunderschön. Harafim. Eine Freude. Ihr lebt ja noch. Ja, ihr lebt noch. Willkommen, willkommen in meinem schönen Chor-Tempel. Ja, ich hätte eine Bitte. Ah, ihr habt einen Eisbären. Dürfen wir Ja. nachfahren? Oh, seid ihr des Wahnsinns? In einem schönen Kampf. Nein, der wird Rücken an Rücken mit mir kämpfen. Bin Rücken mir an sicher. Rücken. Ihr seid Ja, also ja. ein Dompteur. Ach, nein, Mira und ich, wir beide. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das wird wunderbar. Sie wird den von links in den Fuß beißen und ich werde Haltet ihn die von rechts dann. Schnauze. Rafim, ich sehe, ihr habt einen Finger verloren. Darf ich gratulieren? Ihr denkt schon zu weit, ihr Ja, denkt sie schon zu drückt dich weit. an ihre Brust und drückt kräftig zu. Merkst wohl, Ja, wie ich ein drück. paar Wirbel knacken. Ja, ich drück zurück. Ne, also da lasse ich mich ja nicht bitten. Ah, Rafim, ihr geht den Pfad des blutigen Schnitters. Natürlich. Aber genau darum bin ich auch bei euch. Und zwar habe ich der guten Herrin in Romelis, wie auch immer sie heißt, ich habe ihren Namen vergessen, abgeredet, dass wir dort einen Schrein eröffnen dürfen. Aber ich wollte mir mal nicht anmaßen, das selber zu tun. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht jemanden kennt, der mal dafür Zeit hätte. Einen Schrein. Er ist sicherlich. Ich habe den einen oder anderen, der noch in der Finstermark umherwandert. Habt ihr schon gehört, dass es dort eine Blutkerbe von Kor gibt? Oh, ich habe auch schon, also von der, ich habe schon von der Blutkerbe gehört, da war von unserem Geon, Druiden. Ich glaube, er ist ein Geode, aber Es ob ihr ihn auch kennt. gibt einige Gerüchte. Ich war noch nicht bisschen dort vorgedrungen, bis zu Kors blutiger Faust, aber. Ja, es gibt wohl die ein oder anderen Gerüchte von Blutfaust. Und Ja. dieser sagte wohl, dass er einen heiligen Ort gefunden hat. Da muss er sich vielleicht mit unserem Geon duellieren, weil ich glaube, der will das irgendwie wieder heilen. Das wird ja ein Da ist interessanter Kampf. laut Blutfaust ist dort nicht zu heilen. Aber Bin mir sicher, wenn unser Druide, Geode, hat jetzt einen Zwergdruiden, Geode, den herausfordert und ihm einen Mann-gegen-Mann-Kampf niedermacht, dann wird Kor schon seinen Sieger erwählen. Nun, dann, Rafim, solltest du vielleicht selbst diesen Schrein dort in Romilis aufbauen, wenn du selbst erwählt worden bist. Ja, aber ich weiß Keine nicht, ob ihr davon. Ausreden. Hey, ich weiß nicht, ob ihr davon wisst, aber ich und meine Brüder in der Basaltforst werden immer in der Landfall geweiht, weil das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo der Großmeister mal uns folgt, mal zu einer Veranstaltung von uns kommt. Na, Und das lasse ich papalapap. mir nicht entgehen. Papalapap. Wenn ihr euch wählen lässt, dann entweder auf dem Schlachtfeld oder in Fassa. In Fassa, in der Verena. Alanfa oder auch Kunchum sind verweichlicht, auch wenn dort die Haupttempel stehen, zumindest in Kunchum, aber der wahre Krieger lässt sich auf dem Schlachtfeld einsegnen. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Schlacht, in der wir die Basaltfäuste vorrücken, aber ohne meinen Großmeister lasse ich mich nicht weihen. Glaubt mir, da gibt er euch noch mal die Hand. Und wenn der Mann euch die Hand gibt, darauf müsst ihr euch vorbereiten. Der gibt dir einmal die Hand, wenn du beitrittst, und dann nur noch, wenn du es dir wirklich verdient hast. Und wenn ich geweiht werde, wird ihr mir die Hand geben. Aber Rafim, Ja.
Ich habe ein kleines Mitbringsel für euch. Was denn? Einen Schlagring. Ich habe ja schon einen. Ich meine, ich freue mich immer über einen zweiten. So ist ja nicht, aber... Ja, sie holt aus ihrer Tasche einen kleinen kupfernen Schlagring hervor, auf dem dann auch eingeritzt ist ein Boronrad mit dem wohlmeinenden Titel Gute Nacht. Oh, interessantes Ding, wo kommt das her? Von einem, der gefallen ist, einer meiner Brüder. Ihr wart doch auch in Wertheim vor der Schlacht. Ja, ja, wir wurden weggeweht von diesem Magnum Depus. Das Magnum Opus, das große Magnum Werk. Magnum Opus, richtig. Ich habe weggekommen. Wir sind so weit nach vorne geprescht und standen mitten in den Untoten. Sie sind natürlich irgendwann noch zerfallen, aber den einen oder anderen Söldling, der hat sich versucht, in den Fluss zu retten. Oh, hat's geklappt? Natürlich nicht. Der Fluss ist undurchschwimmbar. Ja. Wir haben sie ertränkt. Nun, dann haben wir einige Zeit in der Finstermark oder in der Wildermark gekämpft, aber die Kämpfe dort sind so ermüdend. Könnt ihr mir was sagen? Ich breche bald auf. Ich habe gehört, da sollen überall Räuber, Diebe, Vergewaltiger sein. Es soll ein einziges Fest sein. Ja, vor allem Untote, die Wälder belagern und sich dort in der Nacht zurückziehen. Ihr solltet aufpassen, wo ihr schlaft, am besten auf den Bäumen. Aber es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich anstrengend. Sie sind so sehr viele, dass ihr irgendwann an Ausdauerverlusten zusammenbrecht und dann von ihnen gefressen werdet. Ich habe den einen oder anderen guten Kämpfer und guten Ritter gesehen, der diesen Kampf suchte und ihn nicht gefunden hat. Ansonsten gibt es südlich des Flusses noch einige Drachenreiter, die haben wir teilweise im Kampf gestellt, aber nachdem sie sich dann auf eine große Burg zurückgezogen haben, auf den Korfinstein, haben wir auch gesagt, eine Belagerung müssen wir nicht führen, nicht mit unseren wenigen Mannen. Sie haben dort wohl einen Gefangenen, für den sie Lösegeld pressen, aber was ist mir das Leben von einem Gefangenen wert? Ja, das ist bestimmt irgendwie so ein reicher, feiner Sack. Guter Kampf schon, aber kein Geld. Aber bezahle den eisernen Preis. Erzählt mir mal mehr. Hier, nehmt ihn. Er ist schlicht dem Chor geweiht. Ich würde ihn mal auf die rechte Hand legen und den anderen auf die linke. Sie dann mal so zusammenknacken lassen. Oh, schick. Ich glaube, er stammt sogar aus Al-Anfa. Zumindest würde das Boron-Radar dies andeuten. In Pudin, die Fatzke, folge nicht diesem Kodex. Aber ich glaube, es war eine Punierin in Rommelis getroffen. Eiskalt, die Frau. Hat einen Grabständer lebendig begraben lassen. Führt sie denn einen Schlagring? Merkt ihr selber, oder? Ja, habt ihr auch wieder recht. Aber gut, ich werde mich darum kümmern. Ich kann aber nicht versprechen, dass das allzu bald was wird. Ich bin jetzt, glaube ich, erstmal beschäftigt. Finstermark, diesen komischen Drachen umbringen. Dann muss ich auch noch diesen Sack da in dem goldenen Haus umbringen, dessen Name ich auch schon wieder nicht mehr weiß. Ja, den reichen, gierigen Xeran, meint ihr? Richtig, den Sack. Ach, sieh. Ja, mal gucken. Aber wir kommen hier nochmal vorbei, mit Sicherheit. Ich versuche mal, die anderen hier auch hinzukriegen und nicht, dass sie die ganze Zeit in ihren komischen Hütten sich da einschließen und den Weißmagier. Wenn dein Teddybär etwas größer ist, dann werde ich gerne gegen ihn in den Ring steigen. Wir Kämpfe sind uns immer lieb. Glaub mir, wenn Mira ausgewachsen ist, dann wirst du auch noch lernen, dass meine Mira eine große Kämpferin ist. Na, Papa, da, Papa. Glaub mir, ich trainiere jetzt schon mit dir in den Sturmangriff. Die wird eine Bestie. Ja, gut. Ich denke, ich muss aber auch wieder aufbrechen. Ich muss mich heute noch... Ach ja, habt ihr schon was über diese Reichsvorseherin gehört? Badigan. Naja, die Alte. Die Alte, die jung aussieht. Irgendwie trotzdem alt ist. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Aber sie sitzt wohl in der Residenz, in der Mitte der Stadt. Mehr weiß ich nicht. Mich interessiert nicht, wer das Gold bezahlt. Hauptsache, es wird bezahlt. Das ist vernünftig. Die Weisenmacher, habe ich gehört, sind hier in der Gegend unterwegs. Verhalten die sich noch vernünftig? Reto von Meinersgrund. Ja.
Aber sie treiben den Preis in die Höhe. Was meint ihr mit von Meilersgrund? Er ist ein Reto, der aus Meilersgrund kommt. So, da wo wir sitzen. Hauptmann der Weisenmacher. Sie. Wusste ich gar nicht. Ja gut, aber wenn man den Preis in die Höhe treibt, das ist ja gar nicht so schlecht. Übrigens, wenn ihr ein paar Söldner habt, die Arbeit suchen, Rommel ist, will wohl gerade wieder seine Männer aufbauen. Ich weiß nicht, wie gut die zahlen, aber versuchen wir es. Sehr gut. Wert. Ich werde einen Steckbrief anfertigen. Mittlerweile kommen wieder einige Söldner aus den Umlanden. Die meisten schließen sich wohl den Kriegsfürsten an, wie sie sich jetzt nennen, und ziehen mit ihnen in Richtung Norden, aber... Das wird eine gute Schlacht. Bin mir nicht so sicher. Diejenigen, die sich jetzt hier als Söldner ausgeben, sind oft Bauern, die ihr Hab und Gut verloren haben, aber das ist etwas anderes. Ich werde sie noch ausbilden. Auch die können noch zu Chor finden, solange sie mutig im Herzen sind. Also gut, oder eben, dann besuch mich bald wieder. Du wirst mich hier finden. Das will ich hoffen. Es war mir eine Freude. Und mir. Ich würde nochmal im Tempel nochmal 2 Dukaten da lassen. Muss ja auch spenden. Bisschen Blut opfern und dann würde ich mich auch schon auf den Weg zum alten Residenz. Zur alten Residenz, genau. Ja, Laden. Ich weiß nicht, ob ich den Weg finde, aber ich versuche mich zum Wandstrahlatom durchzuschlagen. Zu den Ruinen des Wandstrahlatoms. Ja. Dann werde ich erstmal davor stehen, die Hände in die Seite stemmen und schauen, ob man aufgeräumt hat oder ob der immer noch so hier liegt, wie ich ihn verlassen habe. Ja, du hattest ja in dem Bandstrahlerturm dann den Vater von Ludalf gerichtet. Der ist bisher, also die Straßen sind freigeräumt, aber neu aufgebaut hat man ihn nicht. Du siehst auch keine anderen Bandstrahler herumlaufen, keine anderen Praios-Geweihten. Du kannst auch noch in der Entfernung den Praios-Tempel der Gerechtigkeit erkennen, der da wohl auch einige Straßenzüge weiter ist. Auch in dem warst du schon, in dem Untergrund, wo du eine der Statuen zerschlagen hast. Bist dir immer noch nicht ganz sicher, wie der Namenlose, wie das 13. Kind hier dazugehört. Du willst die ganzen Sachen, die du hier gelernt hast, eigentlich eher verdrängen und in eine Ecke schieben. Vielleicht haben dir die anderen Mitfreunde, Mithelden auch noch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Irgendwelche Sachen, die sie wohl noch vor dir zurückhalten. Aber du siehst, wie dieser Bandstrahlatom wohl gemieden wird, als ob er unheilig wäre. Man macht einen großen Bogen um ihn. Ich möchte tatsächlich versuchen, denselben Weg wieder hereinzunehmen, den wir letztes Mal genommen haben. Ja, einige Bruch- und Trümmerstücke, die du dann entlang gehen kannst, noch mal ein paar Holzbalken, die da wohl verrutscht sind, kannst du dann in den Mannstrahlerturm eindringen und auch wohl einen Weg nach entweder unten oder nach oben finden. Unten hattest du ja, wie gesagt, dann Wertling gefunden, aber... Ja, ich suche in den Trümmern nicht nach Schätzen oder heiligen Artefakten, sondern nach einer Standardrobe Größe 3. Die wirst du mit einem Plus oder Minus finden. Schauen wir mal. Plus. Dann findest du einen Standard Größe 3, die Robe als Überwurf. Packe ich dann ein. Knie mich noch vor den Überresten des Paras. Schauen Sie im Eingang wieder, falls man da irgendwie knien kann. Bitte den Herrn um Verzeihung, dass wir diesen Turm immer noch nicht wieder aufgebaut haben. Und mache mich dann allerdings auch wieder auf den Rückweg. Ja, die Bevölkerung um dich herum wird wohl den Turm höchstwahrscheinlich meiden, weil Foltermeister, du weißt ja, welche Gerüchte es gibt, auch wenn sie natürlich nicht der Wahrheit angehören. Aber ja, warum baut man den Praios-Tempel nicht wieder auf? Vielleicht liegt es daran, dass man einfach so unglaublich viele Praios-Tempel in Garret hat. Aber auch das ist ein Fakt, den ihr damals im Goldenen Schein herausgefunden habt. Ich werfe auch, wenn ich auf den Plätzen stehe, ab und zu sehnsüchtig einen Blick hoch, da wo man früher die goldene Kuppel sehen konnte, die ja jetzt zerbrochen ist. Also in der Stadt des Lichts oben. Deinem Weg zurück dann über das Schlossviertel zur alten Residenz nach oben kannst du dann auch am 12-Götterplatz beziehungsweise direkt gegenüber von der Schwert- und Stabakademie die Stelle erkennen, an der ehemals Firon stand. Du siehst die herausgebrochene Gürtelschnalle noch vor deinem inneren Auge. Du denkst zurück an den anderen Platz, den Bricklo-Platz und den Rondrianer ohne Bein, ohne Arm.
Du suchst noch nach einer Statue von Rondra oder wie hieß er, der Märtyrer, dem du so ähnlich siehst? Vitos. Vitos. Der Einäugige. Aber zu deiner Erleichterung kannst du dann auch hier erkennen, dass es zwar Rondra-Statuen gibt, aber keine sieht dem achten Märtyrer ähnlich oder hier. Ich schüttel diese unbequemen Gedanken ab, versuche nicht länger darüber nachzusinnieren, mache mich lieber auf den Weg zu den anderen. Was auch immer hier noch für Geheimnisse liegen, sind vielleicht dort auch besser aufgehoben. Kurz vor der 12. Stunde könnt ihr euch so also sammeln, neben der Preis der kaiserlichen Noralexakrale und zwischen dem Ingrim-Tempel, der auch wieder im Aufbau befindlich ist, sodass ihr dann kurz vor 12 eingelassen werdet, wieder von dem Boden. Die Panthergardisten werden dann auf der Gästeliste einmal nachprüfen, ob ihr geladen seid. Und zu eurer Verwunderung werdet ihr feststellen, dass Yalan Ugurian, Greifenmund von Zorgan, nicht auf der Gästeliste steht. Wohl aber als Begleitung mitkommen darf. Kurios. Was habt ihr angestellt? Bitte, wie, Abelmir? Was habt ihr angestellt? Nichts habe ich angestellt. Ich habe das selber angestellt wie ihr. Nicht genau das. Wahrscheinlich. Das würde ich mal nicht hoffen. Naja. Du, einen Grund musst du haben. Ein Missverständnis wegen eures Weihenamens oder so. Ich bin mir sicher, es ist nur ein Missverständnis. Ich weiß nicht einmal, ob sich dieser Weihename bis in die Stadt des Lichts durchgetragen hat. Die Kommunikation ist sehr schwierig dieser Tage. Da habt ihr natürlich recht. Irgendwelche letzten Kommentare? Warte, da schafft das Isarun. Sag nichts, was ich nicht sagen würde. Solange ich nicht alles das sagen muss, was ihr sagen würdet, gerne. Das wird schon werden. Das werde ich schon selbst übernehmen. Bekomme aber Kopfschmerzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir positiv überrascht sein werden. Könnten wir jetzt? Wenn wir ohne ein Kopfgeld hier rauskommen, bin ich glücklich. Nun gut, vorwärts. Ihr dürft alle nochmal eine Menschenkenntnisprobe würfeln oder alternativ Staatskunst. Ich bin in beidem schlecht. Ich hab das eine gar nicht. Ach, das geht. Das geht. Euch macht natürlich schon zu denken, dass Yalan nicht ausgeladen ist. Er stand einfach nur nicht auf der Liste. Ganz merkwürdig. Wenn man ihn nicht haben wollen würde, weil er was angestellt hat, dann würde er tatsächlich nicht eingelassen werden, aber er war einfach nicht erwähnt. Ihr wisst auch nicht genau, was nicht stimmt, weil keiner von euch einen Gefahreninstinkt hat, aber die Wachen verhalten sich merkwürdig euch gegenüber. Auf welche Art merkwürdig? Merkwürdig. Ihr spürt die Blicke in eurem Nacken. Ihr merkt wohl, wie die Waffen nicht gezogen sind, aber sehr, sehr locker sitzen. Also normalerweise könnte man dann die Scheide dann noch mit einer Lederschlaufe umwickeln. Das ist wohl hier aber auch nicht der Fall. Was sind das für Wachen? Ist das die Panthergarde? Sie tragen Rüstung der Panthergarde mit einem Zeichen, mit den beiden Schüsseln von Puni darauf. Aha. Ich habe mich seit dem Thronsaal von Galotta nicht mehr so unruhig gefühlt. Übertreibt ihr aber. Denkt doch wieder zurück an den Ruf, den die schwarze Witwe hat. Intrigen. Mord. Gift. Alara hat sich diese Gerüchte wohl verdient. Im Ernst, Abelmir, Kesch-Altarev war euch lieber? Nun ja, man wusste wenigstens, dass der Dolch aus welcher Richtung er kam. Oder Romilis, dieses Haus, wo wir dann auf einmal... Voltax, aufhören zu sprechen. Ihr macht's nicht besser. Die Wände haben Ohren. Ich würde Karinor mal zu mir ranziehen und ihm uns aufflüstern, bleibt in meiner Nähe. Na. Macht keine plötzlichen Bewegungen, wenn wir im Thronsaal sind.
Werden wir denn alle gleichermaßen beobachtet oder konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf einigen von uns? Nee, ihr werdet alle gleichermaßen beobachtet. Und wenn ihr dann vorne am Schloss steht, wieder so ein bisschen aufgebaut, steht dann vor dem großen, dieses Rondell, was da dann den Einlass dann für euch machen würde, die Empfangshalle, groß, könnt dann auch die Reichswappen erkennen, die dann hier von links und rechts hängen, die große Rundtreppe, die dann links und rechts nach oben führt und dann in die anderen Stockwerke führt, auch da saß schon drin, im Ulmenkabinett. Das Tor wird wohl auch wieder hinter euch geschlossen und vor euch steht jemand mit einem Gewand. Ihr könnt ihn wohl erkennen als Kanzler und er stellt euch sich auch dementsprechend vor, und zwar als Kanzler von Almada, und zwar der Taladur. Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Helden. Ich darf mich vorstellen, ich bin der Rafik von Taladur, der Kanzler von Almada, und ich würde euch bitten, dass ihr, bevor ihr zu dem Kronprinzen des Mittelreiches vorgelassen werdet, dem König von Almada, dem Auserwählten von Boron, dem Fürst Protektor von Hoth-Alem und dem Hüter des Schlafes, dass ihr eure Waffen bitte abgebt. Euer Exzellenz, es ist gut, euch kennenzulernen. Aber auch euch muss klar sein, dass dies ein starker Bruch der Etikette ist. Nun, wäre. Die Zeiten sind unruhig und wir möchten uns trotzdem darauf verständigen, dass ihr, auch wenn dies Standeswappen und Standeswaffen sind, diese trotzdem bitte abgebt. Seine allerprinzlichste Majestät hat darum gebeten. Ihr werdet diesen Wunsch doch wohl nicht ausschlagen. Blicke mal nach links und rechts zu meinen Kameraden. Ich zucke mit den Schultern. Binde ich mein Schwertgurt ab und händige ihm den nächsten Wache aus. Selbstverständlich werden wir dieser Bitte nachkommen. Wir händigen die Waffen dann dort diesen Wachen direkt an der Tür aus, richtig? Hier, legt sie doch bitte auf diesen Tisch. An dieser Stelle sei gemerkt, solange mich niemand dazu auffordert, behalte ich meinen Sonnenzepter. Hast du das am Gürtel? In das Standardzeichen, ja. Ja, ich würfel gerade mal eine Sinnschärfeprobe. Dem Kanzler wird das nicht auffallen, den Wachen wohl auch nicht. Sie ignoriert den Gewalten gerne mal. Ja, ich lege. Ja, also anderthalb Hände hast du dann abgelegt und Dolche, wenn du sowas dabei hast oder sowas, aber das ist so ein Zepter. Ja, genau, also dann achtet man auch nicht mehr auf das. Die einzige Waffe, die ich dabei habe, ist mein Flachmann und den lege ich garantiert nicht ab. Ich lege meine beiden Dolche schön so hin, drehe sie nochmal ein bisschen, dass sie auch wirklich top da liegen. Sage. Etwas weiteres habe ich nicht dabei. Ich lege meine Waffen auch ab. Ich würde auch mein Schwert, meinen Säbelgänger abhängen, neben meinem Stab legen und die Schultern heben. Ja, Schwert und Dolch lege ich ab. Beim Stab versuche ich nonverbal herauszufinden, ob das auch mit gemeint ist oder nicht. Ja, wird einfach also, nur. Wird genickt, ja, wird genickt. Soll dazu gelegt werden. Dann mache ich das. Wollt ihr jetzt noch irgendwas Geheimes behalten, also irgendwas wirklich schleusen? Das wäre gegen Prahas Willen. Also nicht. Gut, ja, dann ist tatsächlich sowas wie eine Schleuse. Ich meine, ihr standet auch schon im Thronsaal, da hattet ihr auch schon dann gefeiert und getanzt. Wisst also, was euch auf der anderen Seite erwartet. Der normalerweise leere Thronsaal, da steht zwar immer noch der Greifenthron, der ist allerdings normalerweise nicht besetzt, sondern wird dann eben nur zu Feierlichkeiten oder Festivitäten benutzt. Allerdings hat hier wohl dann die schwarze Witwe oder die Reichsverweserin dieses Möbel tatsächlich dann wohl auch wieder in Beschlag genommen. Ja, wenn ihr die Waffen abgelegt habt, wird ein schwarzes Tuch aus Seide darüber gedeckt und nachdem die Wachen dann auch davor getreten sind, wird die zweiflügelige Tür für euch geöffnet und ihr könnt eintreten. Der Thronsaal ist verhängt, wieder mit schwarzer, alanfanischer Seide und einige Wappen von dem Hause Gareth und Punin, die hier wohl miteinander kombiniert worden sind. Auch den Mond könnt ihr erkennen, also Mond und Fuchs, die hier wohl kombiniert sind. Ja, wohl ein eigenes Zeichen, was sich hier dann der neue Thronprinz, der Auserwählte von Boron, der seine allerprinzlichste Majestät, Selinian, hat ausdenken müssen. Dass ihr den Greifenthron nicht ganz erkennen könnt. Es liegt so ein bisschen im Schatten. Könnt ihr aber drauf treten und
Während ihr noch drauf zutretet, entdeckt ihr wohl, dass der Thron, der Greifenthron, wohl selbst leer ist und niemand darauf sitzt. Dann könnt ihr da links auch hinter euch sehen und hören, wie die zweiflügelige Tür wieder geschlossen wird und könnt euch wieder umblicken. Den hier drin Wachen? Ja, oder? Ihr könnt hinter den Säulen im Schatten mehrere Wachen erkennen, die dann links und rechts von euch aufgebaut sind, und zwar eine ganze Menge. Und dann könnt ihr über euch auf der Galerie Schritte hören von hohen Schuhen, die dann näher kommen und stehen bleiben. Und dann könnt ihr, wenn ihr einmal danach seht, erkennen, wie die schwarze Witwe Alara Paligan an die Galerie herangetreten ist.